Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mario & Luigi Superstar Saga. Ja, im letzten Part hat uns Luke Miller hier Spielschirm machen lassen, indem sie vorher getäuscht hätte, sie wäre diese entzückende Dame hier. Und hat uns gesagt, wir sollen hier die Abwasserrohre dieses Schlosses hier reparieren. Und stattdessen fanden wir halt dann diese Leutchen hier vor, ja. Und in diesem Raum waren halt ein paar Items gewesen. Ja, das hatte ich hier schon so aufgenommen gehabt. Ja, und dann wurde meine Stimme wieder nicht mit aufgenommen. Und ja, deswegen ja, habe ich hier schon ein bisschen vorgespielt, aber auch nur bis hierhin. Also da war nur Pilze, ein bisschen Geld und Sirup drin. Und ja, hier die ganzen Leutchen, die irgendwie nicht raus wollen. Wir können hoffen, dass es König bei Männer gut geht. Wenn ich denke, dass Luke Miller im Schloss ist, will ich vor Angst fast schon lieber hier bleiben. Ja, ja, dann lassen wir sie lieber hier bleiben und gehen dann einfach mal hier durch. Und da sehen wir einen Gang. Hier können wir laufen. Einfach mal so. Geil. Steh drauf, muss ich echt sagen. So. Okay, was auch immer das im Hintergrund ist und... Oh nein! Wie hast du uns gefolgt? Du warst eben noch gar nicht da. Egal. Mein Gott, zu spät. Die Sternbonus. Die Sternbohne und Peach Stimme sind endlich mein. Wenn sie die Sternbohne mit Peach Stimme erweckt, wird Miller die Welt beherrschen können. Übrigens habe ich gehört, ihr beiden habt Königin Marmella noch nicht begrüßen dürfen. Wie unhöflich von euch, nicht wahr, eure Hoheit? Oha. Trinkt doch einen Tee zusammen. Erörtert die diplomatischen Probleme der Gegenwart. Wird bestimmt lustig. Bestimmt. Grau. Ein Glück haben wir uns so viele Items gekauft. Oh Gott. Nein. 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 Aua. Okay. Bevor irgendwas passiert, Nüsse. Erstmal Nüsse. Alles Klärchen. So, und dann greifen wir halt mit einem Hopsbruder an. Genau, Marmella. Tatsache, ich kann es nicht glauben. Ah, da macht man das einmal und dann funktioniert es nicht. So, das hat diesmal wenigstens funktioniert. So, und dann machen wir halt hier Platschbrüder. So, und... Nein, was ist denn das? Warum kann ich das nicht? Meine Güte, du beeinflusst meine Kompetenz. Und irgendwie... Achso, die... Ah. Nein, heb doch deinen Hammer. Okay, jetzt habe ich es erst verstanden. Wir machen nichts wirklich. Also, ich probiere mir jetzt den Hammer aus. Okay, der macht erst recht nichts. Und bei den Burst-Attacken da passiert auch nichts wirklich. Nein. Im Gegenteil. Aua. Ey, ist das... Also meine Kompetenz, ne, und so, das ist ja hier nicht gerade. Naja, gut, dann funktioniert das also nicht. Oder vielleicht, das sehe ich jetzt erst. Boah, ich springe aber viel zu früh. Bin mir abgewöhnt. Vielleicht muss man einfach mal hier... Genau, auf die Hände. So, vielleicht funktioniert das ja besser. Oha, okay. Das sieht ein bisschen bedrückend aus. Wenn man sich mal anguckt, wie die... Nein. Ich will doch diese... Ah, geht doch. So, ich wollte nur diese Hand. Und die Hand ist jetzt auch... Oh, ah, die du hast eine Halbplatze. Finde ich echt nicht schön. Ah, okay. Warum Kotze zu Boden? Das ist eklig. Und vor allem diese Nebengeräusche, die dabei entstehen, sind nicht gerade sehr schön. Und das kann ruhig... Achso. Nee. Puh! Das sollte eigentlich nicht sein. Na gut, dich kriegen wir mit dem Hammerschlag down. So, und ja, dann können wir jetzt endlich Hopsbrüder anwenden.
Und das bringt sogar was. Hey, meine Kahüte, du. So, und ich will nicht hier noch so einen Gegner erwecken. Das wäre ja katastrophal. Und ich habe es natürlich gemacht. Ah gut, okay, dann konzentrieren wir uns, genau. Dann konzentrieren wir uns mal auf die Hauptperson hier. Die Marmella und oh nein, er hat eine Idee, wie furchtbar. Extra. So, okay, aber mit den Extran habe ich es immer noch nicht ganz verstanden, weil wirklich neu war ja jetzt nichts wirklich. Aber egal. So, füllen wir hier ein bisschen auf wieder. So, okay, du bist nicht gestorben. Nein, die Hände sind zurück. Oh, okay, der ging einfach so drauf. Na gut, ich probiere mal mit einem einfachen Sprung. Nein, komm. Okay, dann halt die Hand. So, meine Güte. So, okay, das hat nichts gebracht. Egal, dann machen wir es halt nochmal. Funktioniert jetzt? Ja, wunderschön. Und das sieht toll aus. Das sieht echt hübsch aus. Oh, oha, ist schneller, aber dafür auch schwächer. Genau. Funktioniert doch, meine Güte. Als ob so schwer wäre, eine Riesenfaust zu treffen. Also wirklich. So, und jetzt ist sie angreifbar und kotzt wieder Boden aus. Warum denn nicht? Oh nein. Ist auch nervig. Nein. So, geht doch. Alles klar. So, okay, und... Oh nee. Oh Mann. Diese aufhören. Muss man echt so knapp springen? Ah ja, gut, okay. Alles klar, machen wir hier jetzt so, so, so. Genau. Oh, 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 das war's schon. Achso, jetzt müssen wir ja noch... Na gut. Okay, die machen wir mit einem einfachen Sprung fertig, also das ist jetzt kein Problem. Aua. So viel zum Thema, kein Problem. Ah ja, schon klar. Alles klar, aber du bist jetzt tot. Dankeschön. Und diese Ritter da hinten. Wir haben ein Level up. Wunderbar. Yeah. Okay, obwohl, nee. Wir erhöhen einfach ein bisschen die Leben. Warum denn nicht? Ah ja, haben wir 30 HP. Das war schon mal ein Anfang. Und wie viel HP hast du eigentlich? Luigi, flüster es mir ins Ohr. So, 31 sogar. Naja, gut. Dann kann er ja eigentlich... Wofür sorgen die Bärte eigentlich? Ich glaube, die sorgen für einen Tolltreffer. Ich mach mal einmal hier so ein Bart erhöhen. Gut, das hat jetzt nicht so viel gebringt. Ja, gebringt. Und sie ist K.O. Königin Marmella wurde verwandelt, als Rugmella ihr einen, was zur Hölle, Hemewurm ins Essen gemischt hat. Na gut. Wenn wir ihre Hoheit nicht heilen, dann ist das der Untergang des Königreichs Bohnenland. Was? Mario, Luigi, ihr beide wollt etwas unternehmen? Luigi ist total schockiert. Er will es nicht, doch er muss. Das erstaunt mich. Und es hat keinen Sinn. Ah, okay. Alles klar, dann lassen wir es auch gerne. Ist der Hemewurm... Ich weiß nicht, ob das so ausgesprochen wird. Ich nehme es einfach mal so an. Ist der Hemewurm im Körper, wird man ihn nicht wieder los. Eine Möglichkeit gibt es allerdings doch. Tief im Grinsewald findet man die legendäre... Kufé Extrem. Oh, verdammt. Das habe ich jetzt einfach nicht gelesen. Na, egal. Ihr wollt in den Grinsewald... Ihr wollt den Witzwein finden? Nun, wenn ihr so groß redet, wollen wir auch Taten sehen. Bringt diese Bohnenbrosche zum Chateau Grinsewald, südwestlich von hier. Und wenn ihr im Grinsewald tatsächlich Witzwein findet, besteht die Möglichkeit, dass die Königin gerettet wird. Wuhu, du hältst die Bohnenbrosche. Yeah, sieht doch voll aus wie eine Bohne. Weiter jetzt hier nicht, doch hier geht's weiter. Tatsächlich, ach, jetzt sind wir hier. Ne, wo sind wir hier eigentlich? What the F, wo sind wir hier? Ah, jetzt sind wir hier wieder. Okay, Moment, dann gehen wir mal ganz kurz die andere Seite lang. Da war ja noch was gewesen. Meines Erachtens, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe. Hier, genau.
Oh, 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 oh. Wieder ein bisschen Münzen hier, um uns Items zu leisten. Obwohl, mit unserem Skill kann ja hier nichts mehr schief gehen. Aber kann man hier runterfallen? Nö, da ist einfach Ende im Gelände. Ja, da ist Ende. Alles klar, da soll es wohl nicht weitergehen. Warum auch immer es nicht weitergehen soll, es geht einfach nicht weiter. Es geht einfach nicht weiter, Leute. Könnt ihr das denn verstehen? Nicht. Nein, nicht. So, waren hier nicht noch Wächter gewesen? Halt, hier ist der Zutritt verboten. Warum? Was soll denn da sein? Da ist doch nichts Cooles. So, okay. Mario, Luigi. Nein, nicht du. Ich habe Angst vor dir. Hildebona, genau so heißt die. Naja, gut, jetzt wissen wir's. Hildebona meinte, dass das hier könnte euch nützlich sein. Du erhältst den Bohnenohren. Yeah, wir haben ein Ohren. Das hier ist ein Ohren. Wer ihn trägt, ist im Kampf etwas stärker als normal. Jeder Ohren hat eine andere Wirkung. Aber wenn ihr Ohren bekommt, solltet ihr sie auf jeden Fall anlegen. Leg ihn doch gleich mal an. Öffne mit Select den Koffer. Ich kann mich bemühen. Okay, um Ohren zu benutzen. Wähle dieses Symbol aus. Alles klar. Hier siehst du, welche Kleider und Ohren du gerade trägst. Gut, Mario, dann leg doch mal den Ohren an, den ich dir gerade gegeben habe. Kann Luigi den nicht haben? Wähle dieses Symbol aus. Hierin befinden sich deine Ohren. Hier kannst du Ohren auswählen. Aber du hast ja jetzt nur einen Ohren. Drücke einfach A, um den Ohren anzulegen. Alles Klärchen. Check. Wunderbar. Und Luigi sitzt gelangweilt. Oder traurig, weil er keinen Ohren hat. Das war schon alles. Viel Erfolg und auf weiter. Ein Ohren für Luigi kauft ihr am besten ein Einfachgeschäft. Ich muss dieses Bild gerade genießen. Ich finde dieses Bild schön. Luigi. Fast ihm gelangweilt in die Nase. Also tut mir leid, aber ich muss dieses Bild echt ein wenig genießen gerade, weil ich es einfach total toll finde. Ah ja, okay. Oh. Luigi, du kannst einem echt leid tun. Ach nee. Ach Luigi, du. Komm. Für dich. Moment. Also kann man den nicht anlegen? Ach Luigi. Oh, du kannst einem echt leid tun gerade. Ach nee. Na gut, gucken wir uns mal hier noch ein bisschen um, aber ich glaube, hier wird nicht viel sein. Hier, die Häuser sind auch noch alle zu, dann gehen wir einfach mal wieder raus. So. Alles klar. Und zum Grinsewald-Chateau geht's ja nach unten. Bekanntlichermaßen. Nein, ich habe mich nicht umdrehen dürfen. Ach, Luigi. Ach, Luigi. Ach, Luigi. So, aber die kann ja hier locker mit einschlagen. Schlag töten. Warum ist Luigi eben ganz kurz aufgestanden? Mann, Luigi, tut mir so leid gerade. Ich kann nichts machen dagegen. Das... Ach, nee, armer Luigi. Aber Luigi, lass deinen wunderhübschen Bart nicht hängen. Du wirst es schaffen. So, genau. So, machen wir ein paar Gegner platt. Aua. Oder sie machen uns platt. Aber nein, Luigi, du musst ihn töten. Genau. Komm, habe ich einmal die Bartwerte erhöht, schon landen wie nur noch Tolltreffer oder was? Jetzt sind wir wieder nur hier. Wieso? Und irgendwie landen wir nur Tolltreffer. Aber okay. So, Grinsewald-Chateau. Wo ist denn das? Ach ja, genau. Hier lang. Hier geht zum Bohnen. Den Grinsewald-Chateau. So, okay, kämpfen wir gegen euch. Alles klar, so, Sprung gegen dich, bitte. So, okay, du bist zwar nicht gestorben, aber jetzt wird Luigi ihn töten. Oder auch nicht. So, aber Mario, dann immerhin.
Luigi, sei nicht traurig. Du wirst es schon schaffen. Ach ja, stimmt ja, wir müssen ja hier. Ah, puh, wir müssen erstmal hier zurück. Und dann hier hoch. Ja, ja. Ach Mensch, aber wenn man mal so überlegt, was Luigi alles mitmachen muss, wie der von den Entwicklern gequält wird, das ist echt Wahnsinn. So, aber naja, gut. So, dann reden wir mal mit euch. Der Grindelwald ist Naturschutzgebiet, Zutritt ist nur mit Sondergenehmigung gestattet. What the F? Oh, die Bohnenbrosche. Nur Ehrengäste von Schloss Bonia erhalten diesen Schatz. Gut, dann dürft ihr den Wald betreten. Oha, wie sie einfach mal die Macht haben, diese Wand, beziehungsweise dieses Tor runterzureißen. Ah ja, unser Witzwein ist von exquisiter Qualität und rundem Geschmack. Genießt ihn in vollen Zügen. Ach, wir dürfen jetzt Wein trinken. Naja, ich persönlich bin ja eher nicht so ein Weintrinker. Nee. Aber liegt auch daran, dass ich da schlechte Erfahrungen gemacht habe mit Wein. Naja, gut. Hammer und so. Nicht meins. Ich springe lieber. Ich meine, ich bin ja auch ein Springer. Aua. 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 Mein Bein. Mein Knie. Na gut. So, jetzt watschen wir hier rum oder wie? Okay, es war gerade ein wenig doof. Aber naja, ist egal. So, 17 Schaden. Aua, okay, da habe ich ein bisschen zu spät reagiert. Aber Luigi, du wirst ihn jetzt töten. Und ich hoffe, dir macht's wieder Spaß. So. Aber eigentlich lohnt es sich gar nicht mehr, gegen diese Gegner zu kämpfen. Ich meine, sie sind schwach. Aber ich werde sie einfach töten, allein wegen dem Level-System, einfach weil es sich gehört. Es gehört sich einfach. So, 19 Schaden und du bitte 17 Schaden. 20 Schaden sogar, heiliger. Also wenn hier kein Speicher-Dings ist. Okay, dann werde ich hier einfach mal den Part beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.